leuchtet noch fest eingeschweißt. Dort zwischen den Tonnen vom Hausmüll. Und ich frage mich, wer es jetzt reißt, wenn ich ihn mir nähme und die ihn dann gäbe, mit all seinen Rätseln und möglichem Leid. Doch andererseits gibt's ja keinen Beweis. Und am Ende denk ich mir, was ist denn schon dabei? Wenn's keiner merkt, ist es doch einerlei. Gewiss viel hinter sich. Je länger ich ihn betrachte, desto unsicherer werde ich. Sag, würdest du es merken oder auch spüren, welch ungutes Karma er damit sich trägt? Doch wenn die Tragödie anderer Mensch noch irgendwas nützt, ist es doch gar nicht schlecht. Denn was ist dabei, wenn's keiner merkt, ist es doch einerlei. Doch warum zögere ich und warum fängt schon wieder mein Hirn an zu intervenieren? Kann ich nicht einmal aufhören zu denken? Und überhaupt, was können die